was zum... Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Wie was zum... Ich habe dir das geile Schwert gegeben und du schreist mich so an, oder was? So, nachdem wir die ganzen Türme da durchsucht haben, gehen wir mal da zu dieser schönen Höhle hin. Also, beziehungsweise den Turm konnte ich leider nicht angucken, der hinter dem Nebel ist. Weil ich dafür Schlüssel brauche. Hoppala, sorry. Weißt du, manche kannst du dann knacken, manche Schlüssel. Manche brauchst du Schlüssel für. Mysteriös, definitiv. So, jetzt gehen wir erstmal zur Höhle runter. Ich sehe denn schon wieder so einen Turm, ne? Aber es könnte, das sieht ein bisschen noch aus wie, wie diese Eingänge, wo man halt aus der Schwarzwalde kommt. Wo ist der hängt unter mir? Ich weiß nicht, ob ich heile runterkomme. Wenn ich ehrlich sein soll, boah. Keine Ahnung, warum ich so ein Nuschel. Ich bin nicht mehr müde. Sieh an. Dämmerlichtspalte. Bis. Das hört sich wieder besser. Ja gut, gehen wir rein. Nächste Höhle. Hier geht's Schlag auf Schlag. Auf geht's. Ich höre Leute, aber ich sehe keine. Angst, die Lillpfeile. Gönn ich mir. Okay, und hier ist eine. Noch eine Fackel, noch eine Bro, jetzt sieht man. Beide haben schon ihre Fackeln. Das war ein Falmer, glaube ich. Daneben war ja klar. Boah, schöne Rückenmark rein, ey. Meine Güte, beeindruckend. Ja, geht so, ne? Obwohl. Doch. Alter, ist ja richtig krass. Das sieht doch ganz geil aus. Ich weiß nur nicht. Kann ich da rüberkommen? Ach, da geht's eigentlich runter. Okay. Will jetzt nicht runterspringen oder so. Was ist denn passiert? Kommt man denn da rüber? So, von da kommt man wahrscheinlich dann raus. Dann hüpfe ich da runter. Das ist wahrscheinlich die Abkürzung zurück. Warum ist hier so ein riesen Mammutskelett, Alter? Wie kommt das hier hin? Mann. Okay. Ich glaube, so eine Gesteine hatte ich noch nie gehabt in der Höhle. Jetzt mal speichern. Fall mal halt, ne? Hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass es eine Falmerhöhle wird, wenn ich ehrlich sein soll. War nur einer? Okay. Ich hatte hier noch einen zweiten gesehen. Ich wusste doch, da war noch ein zweiter. Ich bin ja nicht blöd. Oder so ähnlich. Oh Gott, okay, was wird das hier? Warum wird die Höhle jetzt so krass? Thank you.
Höhle wird immer heftiger, irgendwie, das Gefühl. Vor allem 45 ist schon stark, tatsächlich. Ach, Schaufel brauche ich nicht. Also. Das war sein Schild. Jetzt habe ich die Schüsse mitgenommen. Irgendwann heißt es aussortieren wieder. Okay, ich gehe erstmal darüber. Da ist mich eine Truhe. Wunderschöne Pfeilmatruhe. Wo ist eigentlich Tokata schon wieder abgeblieben? Ich glaube, die ist auch ein bisschen verpackt. Das war schon? Ernsthaft? Okay. So einen anderen Weg zurück sehe ich gerade. Wie lange geht's auch noch weiter? Einmal Schattenschleicher. Jetzt hat es ausgeschlichen. Oh, ein Bandit. Der hat nicht lange überlebt. Ein Sehnenstein. Sehr schön. Eine Truhe. Da geht's weiter. Oh, Moment, Moment. So, gehen wir mal weiter. Okay, ist mal keiner. Außer ein toter Bandit. Wir sind hier so lang. Oh, guck mal, eine Falle. Wow. Hier riecht es förmlich nach Ärger. Okay, wenn dir das sagt, ist das nicht gut. Ich glaube, er ist ja gerade gestorben. Dreamer-Metalle da dabei, okay. Was sieht denn der Pfeimer hin aus, Alter? Okay. Aber kurz einen kleinen Überblick. Okay, okay, okay. Hier geht's wahrscheinlich erstmal noch nicht weiter, oder? Ach, das ist der Ausgang. Krass. Müsste ich ja hier am besten noch was Gutes finden.
ausertränken können. So. Ektoplasma? Nein, nein. Was ist das denn? Das ist ein Krug. Okay. Kessel. Hm. Okay. Bücher nehme ich auch mal mit. Alles klar, aber wie mache ich denn da unten das Türchen auf? Da ist doch noch was, da leuchtet doch irgendwas. Wie zur Hölle mache ich unten das Türchen auf? Sollen wir einen Hebel geben oder so? Tja, wo ist der Hebel? Zwei Geldbeutel, die habe ich ja fast übersehen. Janessa, wo ist denn der Scheißhebel? Oh. Unter dem Glas. Okay. Stahlplattenhelm der Magik. Ah, komm ich mal mit. Aber wo ist der Hebel? Ich will da durch. Scheiß Hebel geben dafür. Gibt es nicht. Hä? Boah, verarsch mich doch jetzt hier nicht so, Alter. Bestimmt schon fünfmal dran vorbeigelaufen. Oh, da ist die Kette. Lol. Ein Traum. Oder so ähnlich. Endlich geschafft. Jetzt kann ich mich hier draußen rum. Und dann direkt rausmarschieren. Das hat ja lange genug gedauert, bis ich den scheiß Hebel gefunden habe. Huch, achso, ja. In der Luft eingefroren. Der ist so fett, der ist in der Luft stecken geblieben. Oh,
Weil ich raus hier. Freiheit. Lass mich raus, bitte. Ein Traum. Automatische Speicher. Jetzt sind sie beide wieder da. Ich habe das Gefühl, dass Tokata gar nicht in die Höhle mehr mit reinkommt, aus irgendeinem Grund. So, ich muss aber in die Richtung. Na ja, klar. Okay, auf geht's. Ich gehe aber außen rum, glaube ich. Um den Berg rum. Uiuiuiui. Das war interessant, das. Das ist ein Fuchs, ein Schneefuchs. Da vorne bei Schwerlicht. Warum? Ach, hier ist ein Weg. Ich bin mal ausnahmsweise auf dem richtigen Weg. Ah, oh, wenn ich das schon sehe, ne? Wie finde ich das wieder cool so mit dem Weg und dem Schnee? Freut mich sich schon so ein bisschen wieder auf den Winter. Der ja vor der Tür steht. Wir haben immer einen schönen Oktober. Ob Oktober ist, wenn die Folge rauskommt, weiß ich aber nicht. Könnte schon sein, dass November ist. Ich hab doch nicht im Kopf, wann die Folgen alles rauskommen. Das hier leckt es gerade ein bisschen. Ist das aufgehört, okay. Na schön. Oh. Gebt mir eure Wirtsachen. Sonst nehme ich euch aus wie einen Fisch. Geht sofort. Nun, ich sehe schon, dass man sich mit euch nicht anlegen sollte. Das soll euch eine Warnung sein. Trottel. So, Windhelm. Dann laufen wir schon in die richtige Richtung auf jeden Fall. Was ein Trottel, der Typ, ne? Ja, nee, ist klar. Ab in das nächste Paradies. Ab ins nächste Abenteuer. Silverdrift Liar. Okay, warum ist das wieder auf Englisch? Ihr habt euch eine schlechte Zeit zum Verlaufen ausgesucht. Hab ich auch. Hm. Wunderschönen Pelzmantel. Uiuiuiui. Dann kann ich direkt rauslassen. Scheiß drauf, erstmal speichern. Und hinein in die Höhle. Okay. Ich hab's ja anscheinend so gewollt. Ist das Geld oder ist das alles Wein? Fleisch. Na, scheiß drauf. Aber das ist ein Hügelgrab, so viel ich weiß. Eventuell bekomme ich hier einen neuen Schrei. Ja, eigentlich macht mal jemand Licht hier. Auge. Die bin ich wohl lange nicht mehr umstoßen. Ey. Verspricht er aber das, was ich gesagt habe. Okay, da ist eine Tür und da ist eine Tür. Wo gehe ich jetzt durch, ey? Schädliches Buch brauche ich nicht. Ich gucke erstmal hier. Ja, das war mir fast klar. Deswegen wollte ich ja gucken. Ups, beschädigte Bücher. Uiuiui. Toki. Warum so schnell unterwegs hier? Sonst nichts. Okay. Oh, ein Bandit. Der hat es jemand geschafft.
Warte, die Philosophie. Okay. Vielleicht. Alter, hast du mich erschrocken, Mädchen. Oh, jetzt schieben die mich auch noch hier weg. Lass mich in Ruhe. Ist hier noch irgendwo einer? Okay, hier kann man runtergehen. Hier erstmal runter. Naja, war ja klar. Der geht's auch lang. Nein, nicht ganz. Oh. Lass mal so lange ausbremsen, dann gucken wir weiter. Noch ein Bandit. Ein Thron. Eine Tür. Das ist leer. Das ist leer. Diese Tür ist von der anderen Seite verriegelt. Oh, interessant. Sehr interessant. Hier war das, ne? Adler. Das ist... Ah ne, Fisch. Adler. Genau. Komm ich hier schon wieder raus? Oder geht es hier auch weiter? Ich gucke erstmal. Oh, hi. Noch wer? Da geht's weiter, okay. Gehen wir da mal lang. Ich glaube, ich habe hier auch so einen Pfeil verpasst. Okay. Hier ist sehr hell dafür, dass es irgendwie die Drohungen hier sind. Oh Gott, eine Expertentruhe. Dinge kann ich ja fast gar nicht. Okay, weiter nach links. Da hat er's. Bräunlich. Eben Erdstiefel. Sind sogar besser als meine. Nehme ich gestern mit. Was? Hut der Söhne von Himmelsrand. Eine Angriffe versuchen um 30% mehr höheren Schaden. Na ja, gut, das habe ich ja quasi schon für Dings hier, für Janessa. Hm.
Okay, ich habe keine Ahnung, was das hier alles soll. Außer, dass ich hier schon rumgeschoben werde, wie sonst was. Okay, hier ist nichts. Kommt er noch raus? Ne. Ah, sieh mal an. Wir haben schon mal eine Abkürzung geschaffen. Ah, nach hier hin, okay. Interessant. Gehen wir da gleich mal durch, weil es da oben weiter auch noch weiter geht. Aber da hinten ist, glaube ich, auch noch mal so ein Ding hier. Das will ich auch noch machen. Okay. Der Blitzresistenz. Okay, hier geht's aber sonst nicht weiter. Alles klar. Ist nur so ein kleiner Nebendings gewesen. Finde ich gut, dass ich gesehen habe. Können wir nämlich gleich oben weitergehen. Ja, hi. Gehe ich mal hier direkt hoch. Ist da noch was? Eigentlich nicht, okay. Ja, das war dies. Dann gehen wir hier weiter. Gott, da gerade runtergefallen ist. Oh. Ernsthaft? Der bleibt da jetzt hängen? Wie geil ist das denn? Felskragen. Okay. Spaß einmal anziehen. Wollen nur so gucken. Eine Maske will ich gar nicht. Die gebe ich denen gleich. Scheint das auch. Wo ist denn der Pelzkragen? Noch was zu zählen. Sieht man nicht sogar krass. Aber kann es einen schlimmeren Feind als wir beide sind vom gleichen Schlag. Wenn ihr es wünscht. Du kriegst mit wunderschön Klonal was gefunden. Ja gut, hat sie natürlich dann nur auf, wenn los. Wenn wir im Kampf sind, ne? Wahrscheinlich daraus, wenn ich da weiterkomme. Aber ich glaube, ich habe schon gefunden. Autsch! Jemelo tut mir weh. Macht doch nicht so. Aber das war trotzdem nicht das Richtige.
Ist das noch irgendwo hier? Hier. Aber ein klein wenig erschrocken, weil es mega laut war, dass ich hochgekommen ist. Dass ich da hochgekommen bin. Alter Schwede. Hört mal auf, mich zu schubsen, ey. Das ist nicht schön. Bratkartoffeln. Okay. Ah, was ist das? Das mache ich aber nur so auf noch. Ja, klar. Aber für die EXP, vielleicht gibt es noch was, aber hier ist gar nichts. War ja klar. Ich glaube, der Ketter hängt da schon wieder fest. Eine grüne Holzkette. Holz, ja. Halskette. Da ist nichts Besonderes. Was auch immer das ist. Ein Bandit. Süß. Ich muss leider die Folge schon wieder beenden. Ja, sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Also bis dann. Ciao.